Alle zusammen, ich habe den Hobel manuell, aber wirklich sehr wertig. Wenn man sich das anguckt, steht er stabil auf der Oberfläche. Auch hier das Werk ist sauber verarbeitet und es funktioniert wirklich einwandfrei. Hier unten ist noch eine Auffangschale, ebenfalls aus Plastik. Und wir haben hier mehrere verschiedene Vorlagen. So haben wir hier die Möglichkeit, Scheiben zu schneiden. Sieht man es? Nochmal Scheiben, die sind ein bisschen dicker. Und hier haben wir dann Pommes oder ja, Stifte sozusagen. Hier haben wir dann dünnere Stifte und nochmal dünnere Stifte. Hier drin ist auch schon etwas. Möchte man das Ganze wechseln, muss man das hier eigentlich nur nach unten klappen. Das wird nach oben geklappt und wir können hier diese Apparatur rausnehmen. Hier sind eben recht dünne Streifen. Ich will jetzt, ja, lassen wir euch die dünnen Streifen drin, wenn wir Äpfel machen gleich. Und dann gucken wir einfach mal, wie gut das funktioniert. Und ja, also der Apfel ist natürlich jetzt zu groß. Der kleine passt besser rein. So. Und das Ganze hier eigentlich nur immer nach unten. Das geht eigentlich recht gut, da sollte ich damit klarkommen. Und das Ergebnis begeistert dann auch. Also wir haben ja lauter so kleine Apfelringe. Ich habe die vorhin auch schon schöner hinbekommen als jetzt, je nachdem wie man den Apfel dann auch eben reinlegt. Aber wir haben ja echt schöne Apfelringe, schön dünn. Man kann die eben verschieden dick machen mit diesen unterschiedlichen Einsätzen. Und ich habe auch schon hier Pommes gemacht mit diesen Stiften. Wollte ich jetzt auch mal gucken, ob das auch funktioniert mit dem Apfel. Also mit dem Kohlrabi hat es funktioniert. Muss man nur aufpassen, dass ich hier nicht schneide. Das ist schon ziemlich scharf. Jetzt habe ich den Apfel hier reinkriege. Geht schon irgendwie. Und dann geht es jetzt mit Stiften los. Ja, natürlich gut, wenn ich was runtergelegt hätte. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Jetzt ist der ganze Tisch voll. So, jetzt mal gucken. Wir Stifte hinkriegen. Ja, wir kriegen hier auch Stifte hin. Das ging mit Kohlrabi ein bisschen besser. Da waren die Stifte ein bisschen länger. Auch bei der Kartoffel waren die Stifte ein bisschen länger. Aber ich finde, wenn man sich das Ergebnis hier anguckt, haben wir überall recht saubere Schnitte und funktioniert schnell und einfach, sodass eben auch Personen, die jetzt nicht mehr so gut schneiden können, mit diesem Gerät hier recht schnell Stifte oder Scheiben von Obst und Gemüse herstellen können.